bewirtschaftet Donald Trump mit ihrem Geld. Schauen wir mal. In dieser Show betrachten wir Donald Trump nicht als US-Präsidenten, sondern als ihren Finanzberater, der Geld für sie managt. Prüfen wir mal, wie es ihm geht, ob er ihr Geld vermehrt oder verschwendet. Was wissen wir heute über Trump? Am Ende September setzte sich Trump mit dem Kongress heftig aus, der Expropriierungen und andere wilde Sachen für die USA beschließt. Was bedeutet dies? Eine Pattsituation. Er wird weder von den Republikanern noch von den Demokraten geliebt. Er steht ganz alleine da. Daraus folgt, dass Programme der amerikanischen Regierung nicht viel Unterstützung finden. Was folgt daraus für Sie? Wahrscheinlich eine höhere Inflation. Die Regierung will Geld weiter ausgeben und die Staatsverschuldung erhöhen, was sich negativ auf Inflation auswirken wird. So würde ich beim Gestalten Ihres Portfolios davon ausgehen, dass sich die Inflation beschleunigen wird. Wie steht es mit Erdöl? Die Ölpreise sind zwar niedrig, aber stabilisieren sich auf einem etwas höheren Niveau. Trotz internationaler Spannungen in Asien mit China, Russland und anderen Ländern steht der Ölpreis unter Abwärtsdruck. Ist es gut für Ihr Portfolio? Ja, eher gut. Dies gleicht den Teil des Portfolios aus, der von inflationären Tendenzen betroffen ist. Wie wirken sich Trumps Militäraktionen auf Ihr Portfolio aus? Militärbedrohung ist immer negativ. Es ist ein Risiko, das genau zu überwachen ist. Dennoch können die Aktien von Lockheed und anderen großen Waffenproduzenten einen kurzfristigen Vorteil bekommen. Wie sieht der Portfolio-Manager Trump heutzutage aus? Er sieht aus wie einer, der mit jemandem Geschäft machen will, aber nicht mit den Demokraten und nicht mit den Republikanern. Dies kann eine gewisse Instabilität zur Folge haben. Wenn der Zeitpunkt kommt, die amerikanischen Staatsschulden zu refinanzieren. Kurzfristig sollte man an Inflation denken. Die Zeit für den Anlageberater ist leider um. Ich bin Ihr Moderator Matthew Stevenson in Partnerschaft mit Lukas Kopi TV. Merken Sie sich, Geld kann sich um Sie kümmern, aber nicht um sich selbst.